willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und heute gibt es das letzte Gruppenspiel von dem Imber-Turnier, wo ich momentan teilnehme. 32 Teilnehmer, 5000 Münzen, Startgebühr und jetzt, wie gesagt, das letzte Gruppenspiel. Ich spiele jetzt hier gegen NY Gaming HD oder NY Gaming HD. Das ist der Luca und das ist auch übrigens sein YouTube-Kanal, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Den hat er vor kurzem angefangen, er macht FIFA-Videos, er schaut auch B-Part Gaming, das freut mich natürlich auch wieder. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist er auch auf dieses Turnier aufmerksam geworden, weil er mein Video geschaut hat, wo ich das so nebenbei erwähnt habe, dass man sich dann noch anmelden kann. Deswegen spielt er jetzt hier mit und ich muss jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir anfangen, auf die Tabellensituation eingehen, denn die ist ein bisschen interessant. Ein bisschen interessant, hört sich schon gut an. Also, der Luca, also mein Gegner jetzt, hat 6 Punkte, nämlich 2 Siege aus 2 Spielen und ist damit Gruppenerster. Dann folgen auf Platz 2 und 3 der Emir und ich mit jeweils 4 Punkten. Wir sind punktgleich und von der Tordifferenz auch gleich. Das heißt, ich muss jetzt hier dieses Spiel mindestens unentschieden spielen, ansonsten bin ich raus. Und das ist natürlich sehr interessant. Der Philipp, gegen den ich als erstes gespielt habe, der hat leider kein einziges Spiel gewonnen und ist leider mit 0 Punkten jetzt draußen. Und wie gesagt, jetzt entscheidet es sich zwischen Emi und mir. Ich brauche mindestens einen Punkt, um weiterzukommen. Und am besten wäre natürlich ein Sieg, dann bin ich nämlich Gruppenerster. Und ja, das soll es gewesen sein. Jetzt können wir anfangen. Ich spiele wieder mit meinem K-League-Team. Ich fühle mich ohne Witz damit sicherer. Es ist natürlich ein bisschen ungewohnt. Ich merke gerade, vielleicht wäre es doch besser gewesen, mit dem Bundesliga-Team zu spielen. Gut, schauen wir mal den Gegner an. Er hat einen 4-1-2-1-2. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dem Sturm. Ah, er hat nämlich Aubameyang und Juf. Und Juf finde ich immer sehr, sehr gefährlich. Vegetarian hat er noch. Und dann Caligiuri, Shaqiri, Martinez, Toprak, Santana, Jung, Schmelzer und Adler. Und ich hätte doch lieber mit meinem Bundesliga-Team gespielt, habe ich das Gefühl gerade. Aber daran soll es jetzt nicht scheitern. Ein Punkt muss her, das ist das Ziel. Und der Luca, das kann ich noch kurz erwähnen, der spielt schon seit FIFA 07. Das finde ich schon recht interessant. Das sind schon ein paar Jährchen. Und ja, er schreibt jetzt gerade noch, die Koreaner. Und hat anscheinend ein bisschen Angst davor. Ich hoffe doch, dass er jetzt auch dann vielleicht sich von dieser Angst ein bisschen beeinflussen lässt, was die Spielleistung betrifft. Ja, wäre der Ball fast schon mal weg gewesen. Da geht er vielleicht jetzt aus. Nein, Shaqiri hält ihn drinne. Schöne Schusstäuschung hier. Oh, Heelchop. Und da ist der Ball. Oh, er ist nicht weg. Shaqiri spielt jetzt hier in die Spitze. Und der Juf, wenn es Juf war, der da vorne steht, der war dann im Abseits. Kann aber auch Aubameyang gewesen sein, natürlich. Fällt mir gerade ein. Okay, das war schon mal ganz schön heikel. Ich merke schon, er kann auf jeden Fall was am Ball. Er hat ja auch beide Spiele bis hierhin gewonnen. Also hat schon mal 6 Punkte eingefahren und das sagt natürlich auch schon ein bisschen was aus, dass er auf jeden Fall FIFA spielen kann. Jetzt probieren wir es mal nach vorne zu kombinieren. Chippen wir mal durch. Ei, der sollte eigentlich auf den, der kürzer gelaufen ist, kommen. Den haben wir. Kim Sang-sik. Machen wir jetzt hier rüber, aber Juf. Oh Gott. Shaqiri startet hier richtig gut rein und dann schlänzt er den ins Tor. Ach, hier Jemine. Shaqiri ist da einfach richtig gut in die Lücke reingestartet und ich habe diesen Pass nicht mehr unterbinden können und er schlänzt ihn jetzt hier zum 1-0. Da sieht man es. Ach, da kannst du nichts machen, wenn du da so doof den Ball verlierst in der Vorwärtsbewegung. Dann ja, bist du manchmal machtlos, weil du da nicht rechtzeitig diese Lücke zugelaufen bekommst. Oh, hier Flankenwechsel. Schönes Ding. Ja, Doppelpass. Weiter auf Nobunion. Vielleicht die Flanke auf Solkihion oder da kommt... Ach. War keiner. Da war keiner, wo diese Flanke hinkommt. Hm. Habe ich. Sehr schön. Schicken wir mal auf die Außen. Sehr schön. Ich hoffe, der kann jetzt mal ein Tor vorbereiten. Ich habe mal letztens nachgeschaut. Der hat noch keine einzige Torvorbereitung. Und damit bleibt es wahrscheinlich auch. Denn diese Flanke wird geblockt. Och, da hatte ich doch schon fast den Ball. Och, da stehe ich im Passweg drinne. Kommt trotzdem an. Ich darf jetzt natürlich nicht noch einen zweiten Gegentreffer bekommen, weil dann wird es richtig schwer. Haben wir schon rausgespielt? Oh, ja, Mkhitaryan ist aber wieder da. Weiterspielen? Ja. Schlecht in den Rücken. Ich bin ein bisschen angespannt, muss ich gerade mal merken. Oder muss ich mal ganz kurz anmerken, um es so zu formulieren. Der Gegner spielt gut. Jetzt haben wir den Ball.
Ja. Oben auf Nomunion. Sehr schön geöffnet. Oh, die Ballannahmen sind zu schwach. Und den hat der Teuter, ja. Durch die Mitte wird es schwierig. Er steht da ganz gut. Deswegen komme ich gerade sehr stark über die Außen. Und momentan scheitere ich ganz, ganz stark mit meinen Flanken. Ein Tor muss her. Ein Tor muss her. Aber ich sollte mich nicht so unter Druck setzen. Ach, meine Güte, spiel doch den Ball. Ja, der ist meiner. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das kann ein ganz, ganz schlimmes Commentary werden, weil ich sehr angespannt bin. Weil ich möchte auf keinen Fall in der Gruppenphase rausfliegen. Oi, spiel den doch nicht so in den Rücken, Mann. Komm, hast du, sehr gut. Raus, in die Spitze. Boah, der Gegner steht so hoch. Sehr gut von Hung Chul. Ah, kommt da nicht ran. Jetzt kann er auf die Außen spielen. Ah, da war ich eigentlich da und dann, boah, starke Parade. Das hätte schon das 2-0 werden können. Mal den Flankenwechsel. Schön. Nomunion, ja, ein bisschen Körper eingesetzt, sehr gut. Spielen wir weiter. Jetzt haben wir wieder die gleiche Situation wie vorher schon. Dreimal kommt die Flanke. Die kommt aus Soke Gion und der Kopfball und dann, ich weiß nicht, wer da war. Er hätte einfach den Ball nehmen können und ins Tor schießen können aus 2 Metern, aber er reagiert nicht. Und damit ist diese Chance vertan. Ich glaube aber, oder ich kann mir gut vorstellen, dass er auch im Abseits war. Trotzdem hätte ich natürlich lieber gesehen, ob das wirklich Abseits ist, indem er ins Tor schießt. Ja, Leonardo. Ah, die Übersteiger hat er gesehen. Den Exit-Ruf nach hinten. Aber gut, zumindest kam ich jetzt mal in die Nähe vom Tor. Ich habe sogar auch einen Torschuss gemacht. Und das soll mich doch ein bisschen mutiger stimmen. Da, Hammen. Muss rausgespielt werden. Spielen wir jetzt mal steil auf Soke Gion. Der ist nicht im Abseits. Aber sehr weit auf den Außen schon wieder. Ah, fuck, da laufe ich jetzt in den Gegner rein. Komm. Ich brauche mal einen vernünftigen Abschluss. Ich gewinne mehr Kontrolle über das Spiel. Oh, oben läuft einer. Komm, komm da dran. Soke Gion aber mitten aufs Tor. Meine Güte. Gut, ich komme jetzt aber, wie gesagt, zu den Abschlüssen. Ich gewinne ein bisschen Kontrolle über das Spiel. Aber er steht gut in der Verteidigung. Er spielt sehr druckvoll in der Verteidigung. Aber das ist nicht schlecht. Also der reißt sich da wenig Lücken. Ich komme sehr schwer in ein Aufbauspiel rein. Und sehr gut. Raus. Sehr stark. Und er ist sehr gefährlich in den Situationen, muss ich sagen, vom Tor. Oh, den muss ich auf einen anderen spielen. Auf den oberen, der nicht im Abseits ist. Ja. Komm. Sehr schön. Tempo mitnehmen. Ja, bekommt er umgewandelt. Verliert es jetzt aber wieder. Flanke vielleicht. Ach, die kommt total scheiße. Und dann steht da leider keiner. Das verstehe ich auch nicht so ganz genau. Wo da meine Koreaner sind. Ach Gott. Stark. Der wäre schon fast echt weg gewesen. Hm. Ja, ach, ich hatte ihn noch. Ach, ich habe ihn, aber ich bekomme ihn nicht. Oh, wie wenig da gefehlt hat. Und der geht nicht dazwischen. Das ist so gleich am Halbzeit. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Jetzt mit dieser Situation, dass ich ein Tor schießen muss. Mal jetzt nach oben. Legen wir da ab. Und dann Nomunion. Hat ein bisschen Raum. Ach, schlecht. Ich wollte mit Übersteigern in die Richtung ändern. Ja, spielen wir durch. Auf den zweiten. Und ah, er kommt nicht hin. Santana kann den Kopfball rausspielen. Ah, aber vielleicht kriegen wir noch einen. Na, er pfeift ab. Also, ich glaube jetzt die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, um es mal so zu formulieren, war meine. Ich komme gefährlicher ins Spiel und dann diese eine Steiper, es macht bis jetzt den Unterschied. Vor allem dieser eine gute Schlenzer, da hat echt nicht viel gefehlt, der hat der Torhüter gehalten und er kommt wirklich Zucker. Sehr ausgeglichen, mit einer hohen Passgenauigkeit beim Gegner, 90%, das ist sehr beeindruckend. Aber ich denke, es könnte auch unentschieden stehen und das wäre das Ergebnis, was ich brauche. Hm. Das wird schwierig, es wird sau schwierig. Hm, der reagiert wieder erstmal nicht. Das liebe ich ja.
Bau mal ruhig auf. Oh, er steht so hoch. Oh, jetzt hier unten auf. Union. Und Leonardo. Der läuft, aber der Pass war einfach scheiße. Oh, komm, 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 geh doch hin, Mann! Er verliert ja schon extra den Ball. Raus. Spitze. Oh, Santana, sehr gut aufgepasst. Ah, ja, kein Foul, sehr gut. Alter. Ach, Leonardo mit der schlechtesten Ballannahme seit Menschengedenken. Er steht sehr gut in der Verteidigung. Ich tue mich sehr, sehr schwer mit den Koreanern. Und jetzt kann es gefährlich werden. Oh ja. Nein! Boah, stark, gut gehalten. Komm, komm, holen ihn. Habe ich? Och, jetzt steht er. Ich spiele den Ball raus und er steht einfach trotzdem mit Aubameyang noch im Weg, sodass ich nicht rankomme an den Ball. Das ist so ärgerlich. Habe ich? Komm, komm, komm. Ah, es gibt die nächste Ecke. Okay, die tritt da weiter weg. Komm ich rausgespielt. Ich glaube, wir nehmen mal ein bisschen Tempo auf. Jetzt Sokigion ist frei. Er ist durch. Wer ist das da? Caligiuri. Okay, ja. Auf den zweiten. Auf den zweiten, auf den zweiten! Und dann macht Leonardo nur einen Ausgleich. Boah, wichtiger Treffer. Wichtiger Treffer. Ich glaube, er hat damit gerechnet, dass ich in die Mitte ziehe. Und deswegen hat er dann ja irgendwann mich abgelassen auf den Außen und hat gedacht, ja, jetzt zieht er jetzt rein. Und das war dann die richtige Entscheidung von mir, durchzuziehen, die Flanke zu suchen. Puh. Ich habe schon... Oh mein Gott, jetzt bin ich so doof den Ball. Alter, der Treffer war wirklich wichtig. Kommt heute, holen wir. Holen wir. Alter! Ist der geisteskrank! Und der Ball. Ja, Punktschul. Oh, was für ein schwacher Pass. Also, den muss man einfach nur nach vorne irgendwie spielen. Dann kriegt er den angenommen und der geht nichts aus. Irgendwie nach vorne geradeaus spielen. Sollte man von einem Profifußballer erwarten. Können. Ach, ich krieg den wieder nicht verteidigt. Nein, nein, nein. Boah, daneben. Glück. Boah. Sieht er gut. Sowas kriegst du so schwer verteidigt, wenn das gut gespielt ist. Boah, ich bin angespannt. Echt, ey. Ohne Witz. Ich brauch diesen Punkt. Union läuft. Sehr schön. Ja, ja. Könnte kommen. Oh, aber das wird schwer mit Leonardo gegen Santana. Ey, den grätsche ich raus. Und wer dafür... Nein. Raus damit. Schöner Ball. Kriege ich aber leider nicht verteilt. Ich muss mir hier mal den ZDM dazu holen, damit wir noch ein bisschen mehr Männer haben. Ja, habe ich. Oh, habt ihr das gesehen? Der Pass. Oh, jetzt spielt er steil. Nein! Starr! Raus! Ja. Ja. Komm, oben. Ja. Komm. Oh, oh. Komm, Sokigion! Boah, ganz knapp am Tor vorbei. Da hat echt nicht viel gefehlt. Oh, shit. Das hätte der Treffer sein können. Zum Sieg, zur Führung. Da. Oh, so knapp. Und hier gibt es nochmal Gelb für Mkhitaryan. Also er spielt echt gut, muss ich echt sagen. Ich habe Probleme, wirklich das Spiel aufzuziehen.
Machen wir einen Doppelpass hier. Ne, geht nicht. Oh, verliert den Ball, total doof. Oh, oh, oh. Aber das bringt alles Zeit. Momentan mit einem Punkt bin ich durch. 5 Punkte habe ich dann. Oh. Ach, shit, dass ich da nicht rankomme. Aber jetzt. Oh. Ach, den kriegt er nicht angenommen. Der ist zu bang. Der wirft aber mir an die Füße. Nach. Das ist bitter, dass ich den nicht bekomme. Ihr wisst es ja, solch ein Fehler oder solch eine Fahrlässigkeit muss eigentlich bestraft werden. Kennt ihr von mir. Ja? Ah, der kommt zu steil. Ich würde gerne noch einen Treffer machen, damit ich einfach wirklich beruhigt bin und dann sogar auch die Chance auf die auf den ersten Platz habe. Ja, das könnte interessant werden. Er läuft aber einfach am Ball vorbei. Okay. Nur Union macht nicht das, was ich sage. Ich habe nicht Übersteiger eingegeben. Er macht gar nichts. Der Pass wird lang. Raus. Oh, den kriegt er sogar noch drin. Na? Ja. Komm, Leonardo. Ja, lupfen. Oh, Atlas da. Aber der Ball ist... Ach, so Gion läuft vorbei. Plus 3 ist angezeigt. Oh ja, jetzt gibt es nochmal vielleicht einen Konter. Ja, weiterleiten und in die lange Ecke. Oh, Adler noch mit einer starken Parade. Da hätte ich fast noch den Sieg machen können. Aber die Ecke könnte jetzt werden. Okay. Ja, die kommt gut. Die kommt gut, aber ja. Oh, jetzt hier. Oh, der ist im Abseits. Ich dachte schon so, warum blockst du schon wieder? Und dann ist er im Abseits. Raus damit. Ich würde jetzt richtig rauskloppen. Und das war's dann gewesen. Ausgeglichen oder unentschieden dieses Spiel. Aber ich merke gerade, ja, es gibt ja jetzt dann auch noch die Verlängerung, die nicht zählt. Ich hoffe, das weiß er. Aber wie dem auch sei, damit sind wir durch. Ich habe 5 Punkte. Luca hat 7 Punkte, wenn ich mich nicht vertue. Er ist damit Gruppenerster, ich bin Gruppenzweiter. Und damit sind wir weiter in diesem Turnier. Haben noch alle Chancen. Und das wäre echt spannend. Leichte Vorteile bei mir auf meiner Seite, aber nicht viele. Gut, jetzt geht es wie gesagt in die Verlängerung, die bedeutungslos. Jetzt schreibt er gerade bei Facebook. Ich schreibe ihm, dass wir die Verlängerung noch spielen können. Okay, also ich weiß jetzt gerade nicht, ob er weiß, dass sie nicht zählt. Aber zumindest spielen wir sie. Schöner Ball. Ja, die kommt. Und Leonardo mit dem 2. Kopfballtreffer. Das ist einfach so ärgerlich. Im 2. Gruppenspiel gegen Emir mache ich in der 96. mit dem Treffer mit Leonardo. Hier in der 94. Naja. Jetzt macht er auch einen. Nee. Oh, wir haben einen sehr, sehr schwachen Schuss. Ja, habe ich jetzt hier. Irgendwas hat er gerade bei Facebook geschrieben. Ich weiß gerade nicht, ob er nicht da ist. Ja, er weiß noch nicht, ob das zählt oder nicht. Das werde ich ihm gleich schreiben. Dass das zählt. Hahaha. Oh, es könnte V geben. Ja, pfeift er auch. Machen wir schnell. Machen wir schnell. Und jetzt weiter. Zack. Und jetzt vielleicht die Flanke auf. Spielt er einfach nicht. Weil er den Ball nicht kontrolliert bekommt. Komm, Nominion, mach mal einen raus hier. Komm, Nominion. Ja. Ja.
Ja? Ja? Ja, Atlas da. Alter, der Nominium, merke ich gerade, der kann gar keinen Scoop hören. Und das ist die erste Halbzeit gewesen, ich schreibe mal ganz kurz. So. Ja, ich glaube, er ist jetzt ein bisschen beruhigt, dass das nicht mehr zählt. Ist halt ärgerlich irgendwo. Aber ist zumindest vielleicht ein gutes Zeichen, weil in der K.O.-Phase, da wird ja die Verlängerung gespielt und auch dann der Elfmeterschießen. Und das, wenn ich da zumindest dann aus den Unschieden in der Verlängerung immer einen Sieg machen kann, dann ist das auch ein gutes Zeichen. Außer er macht jetzt hier noch einen Treffer. Haben wir ein bisschen blockiert und dann hat es dazu gereicht, dass er nicht mehr reingekommen ist. Ja, kürzer mal an. Oh, der kommt gar nicht rein. Schafft er nicht. Ei, ich hab doch gar nicht gefoult. Meine Güte, was für ein kleinlicher Schiedsrichter. Ja, der bleibt wieder schön stehen. Und Leonardo, weiß ich nicht, warum er so eine schlechte Schuster schon macht. Ich glaube, der hat eigentlich vier Tricksterne und sollte auch hier einen Heal-Job können. Wollen wir mal den Torter raus? Oh, ja. Das wird der Ausgleich. Hat er schön gespielt. Ich wollte es durch ein frühes Rausholen vom Torter unterbinden. Nur kam der Pass deutlich kürzer, als ich gedacht habe. Gut gespielt in dem Sinne. Und somit ist wieder ausgeglichen. Schön. So, Kikion mit dem Kopfball, aber Adler erneut ist da. Oh Gott. Ja, diesmal nicht. Doch, bitte, nimm ihn doch mit. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf Next Gen freue. Inzwischen kann ich ja drüber sprechen. Inzwischen dürfte das Video draußen sein, wo ich erkläre, wie sich Next Gen spielt und es spielt sich so geil. Und genau das, was mich hier so immer wieder ankotzt, ist ja nicht mehr da. Und das ist so schön. Dass die Spieler nicht verstehen, was passiert, das ist so nervig. Oh, sowas wie hier. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab, oder was? Ist das ein Ernst? Ein Glück geht's hier um nichts mehr, ey. Unglaublich. Kurz gehustet. Musste ich drin loswerden. So, jetzt geht's auf Meterschießen. Der Abpfiff war jetzt gerade das lächerlichste überhaupt. Ich war komplett durch mit zwei Leuten. Komplett frei. Durch. Ja, blöder Zeitpunkt zum Abpfeifen, schreibt jetzt gerade auch der Luca. Den ersten schießt er in die Mitte. Nein, links unten. Schießen niemand den ersten in die Mitte. Ja. Ja, sehr schön, kam gut. Na. Oh Gott. Ah. Schade. Ja, bis jetzt wechselt er ab. Links, rechts, links. Mal sehen, ob er den nächsten wieder rechts macht. Schönes Ding. Gut platziert. Ah, jetzt hat er abgewechselt. Gut. Ja, ich muss jetzt mal einen treffen und danach muss ich mal einen halten. Oh, der ist drin. Uiuiui, der war ziemlich genau platziert.
Okay, jetzt müssen wir mal einen halten. Hier schießt er rechts. Ja! Sehr schön. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Sehr gut. Ich glaube, sind wir wieder gleich auf. Er hat angefangen. Halten wir mal einen. Nochmal rechts? Nein, jetzt wieder links. Kommen wir nochmal in die Mitte. Nochmal in die Mitte, oder? Ja, läuft. Okay, jetzt mal halten wir mal wieder einen hier. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch mal in die Mitte macht. Oder? Ja, ich weiß nicht, ob er sich das jetzt traut. Ei, ja, er schießt die halt immer links oder rechts hoch. Hm. Nochmal in die Mitte? Wäre ein bisschen viel, ne? Ja, aber links. Okay. Ja, jetzt schießt er auch in die Mitte. Sehr gut. Ja, das ist ein etwas längeres Elfmeterschießen, wie ihr seht. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt verschießen. Ich weiß auch nicht, wieso. Oh, der war gut. Der kam gut. So, jetzt, komm an. Jetzt macht er nochmal in die Mitte vielleicht. Nein. Elfmeter um Elfmeter. Hm. Yes. Okay. Wir geben es aber richtig hier, ne? Oh, der ist aber total missraten. Wollte er cool mit antäuschen, aber der ist total, hat einen Sergio Ramos-Elfmeter quasi geschossen und jetzt, wenn ich den treffe, ist vorbei. Oh! Er hat... Also das sah jetzt fast so aus, als ob er erst reagiert hatte, als der Schuss gekommen ist. Jetzt schießt er mit Adler. Oh Gott, er trifft sogar. Jetzt muss ich mit meinem Torhüter schießen. Ja. Oh, und verschieße. Ja, damit ist es vorbei. Ich habe das Elfmeterschießen jetzt leider verloren. Da mussten 11 Schützen ran. Und er hat das Spiel gewonnen. Ja, nominell macht das keinen Unterschied. Es ist unentschieden ausgegangen. Und... ja, damit sind wir, wie gesagt, durch. Er ist Gruppenerster, ich bin Gruppenzweiter. Und dann werdet ihr sehen, wie es dann weitergeht. Ich bin ja jetzt wahrscheinlich, wenn das rauskommt, gerade in Hamburg unterwegs, kann jetzt gar nicht mehr aufzeichnen. Und daher kann es sein, dass ich gleich nochmal was aufzeichne, um einfach noch ein bisschen was auf Lager zu haben, damit ihr auch genug Let's Play Ultimate Team zu sehen bekommt. Ihr merkt das gerade, ich spreche tierisch nasal. Ich beende am besten mal die Episode, weil ich müsste mal die Nase schneuzen. Hallo und Kasten sauber, euer Tess. Ja, da ist er, da ist er. Boah! Was für ein krasser Kopfball, Alter.